So, einen schönen guten Morgen von der Puga 2023 aus Mannheim und herzlich willkommen zu unserem neuen Video von der Puga. Ja, also jetzt sind wir hier am Eingang, hat alles problemlos funktioniert. Wie ihr ja wisst, wir sind mit dem Fahrrad hierher gekommen. Es gibt aber auch Zubringerbusse, auch vom Stellplatz aus fußläufig zu erreichen. Und wer gut zu Fuß ist, kann er hermarschieren. Ja, das sind aber fast 5 Kilometer, das lohnt nicht. Das also das ist zu weit, zumal man ja hier jetzt doch den ganzen Tag auf dem Buga-Gelände spazieren geht. Jawohl, und 28 Euro kostet der Eintritt und für Schwerbeschädigte 18 Euro und dann gibt es nur diverse Vergünstigungen. Aber das könnt ihr euch ja alles im Internet anschauen. Ja genau, Führungen und alles Mögliche gibt es hier, Veranstaltungen, aber wer sich da dafür interessiert, Internet macht es möglich. Und ach ja, wenn ihr die Eintrittskarte übers Internet kauft, dann ist der Zubringerdienst hier mit inbegriffen. Genau. Mhm. Und wir schauen jetzt mal, was es hier zu sehen gibt und zeigen euch ein paar Auszüge und machen euch Appetit auf die Puga 23. Ja, und nochmal, wir stehen am Stellplatz. Am Eingang Spinelli Park. Nein, da und stehen wir jetzt. Am Wohnmobilstellplatz. Neu-Ostheim, aber es gibt genau. Auch noch einen offiziellen Stellplatz auf P6 ja. Von der Puga. Und überall fahren diese Straßenbusse, Straßenbahnbusse, also man kommt ohne Probleme hierher. So, und jetzt geht's los. Ja, jetzt fangen Endlich. Wir mal langsam an. Genau. Ja. So, unser erster Weg geht natürlich in die Seilbahn. Ja, und wir fahren jetzt von dem Haupteingang, ich glaube Spinelli Park oder wie der heißt. Ja. Zum Spinelli Park heißt er, und da fahren wir zum Luisenpark. Genau. Und heute Nachmittag schauen wir dann uns den Spinelli Park an. Ja, aber jetzt haben wir noch schön Platz. Wir sind jetzt noch ganz alleine in der Seilbahn und schön ist es. Ja, also es ist Platz für 10 Personen, da wird es dann ein bisschen eng. Und Lüftungsschlitze gibt es auch nur ganz kleine. Und noch und kameraunfreundlich mit Gitter davor. Ja, und die ganzen Fenster sind voll gepflastert. Man kann eigentlich gar kein richtiges Foto machen. Mal schauen, was wir zustande bringen. Da freuen sich die Eltern über den Marktspielplatz, oder? Da kommt Freude auf, ja. Okay, wir sind noch früh dran, ist noch nicht so viel los, außer 3 Erwachsene und 1 Kind. So, das Bootlefahren ist ganz nett und die einfache Fahrt bis zum Fernsehturm dauert eine halbe Stunde, kostet 4 Euro pro Person. Und die Rundfahrt, also von Anfang bis Ende, kostet 6 Euro. Eine Stunde. Ja, genau. Wir haben uns die halbe Stunde gegönnt, weil wir wollen ja laufen auch nur ein bisschen. Ja, ja, klar. Aber es ist ganz nett und gemütlich. Ja. Schau mal, und hier hat es Flamingos. Ui, die müssen wir filmen. Thank you.
Langweilig? Anstrengend? Es geht. Alles okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Jo. Wohin geht's jetzt? Ich würde sagen Richtung Seilbahn. Gute Idee, machen wir. Hungrig und durstig sollte man nicht sein. Du
Aber Sie hast Hunger? Ja, könntet schon was vertragen. Kommen Sie? Okay. Es hat eine signalisiert, dass Sie kommen. Also. Ach, da unten, da hat es noch Melone unterm Salat versteckt. Und wen habe ich entdeckt? Ich weiß nicht, wen du entdeckt hast. Wen hast du entdeckt? Dieselmeinau. Ah, sind die hier Vertreter? Helle lässt keine Gelegenheit aus, sich's gemütlich zu machen. Was zum? Sich's gemütlich zu machen. Ja, genau. Es ist ein sogenannter Relax-Chair. Crazy-Chair. Crazy-Chair zum Relaxen. Bis 150 Kilo, noch geht's. Jetzt an der großen Tribüne. Hier werden Konzerte, Musicals und Sonstiges aufgeführt. Was teilweise, soweit ich das mitbekommen habe, sogar im Eintrittspreis beinhaltet ist. Mhm. Unter anderem gab es ein Musical von Joy Fleming, was hier aufgeführt wurde oder wird, Schrägstrich, wir wissen es nicht. Nicht so ganz genau, ja, ob das immer noch war ist oder ob das schon war. Also müsst ihr euch einfach kundig machen. Wir sind keine Joy Fleming
Joy Fleming Fans. Aber sie ist eine große Mannheimerin und genau. Daher haben sie dieses Musical extra hierfür komponiert. Genau. Also da sind nicht nur Joy Flemings Lieder drin, sondern auch andere extra komponiert für dieses Musical. Ja. Mhm. So, haben wir das auch geklärt, oder? Genau, und hier ist die Bühne. Also hier wollten eine Rentnergruppe wollte hier auftreten und das, die durften dann etliche Länder nicht darstellen und deren Kultur, weil das hieß, das ist Kulturraub. Ja, also unter anderem musste sie ihren Sombrero abziehen und ich glaube beim Kimono, da bin ich mir nicht ganz sicher, oder da durften sie nur keine schwarze Perücke tragen. Also okay. Da wollen wir uns jetzt nicht dazu äußern, oder? Nein. Nur zur Information. Wir wollten nur Informationen weitergeben. Ja. Wie jeder dazu steht, muss er selber wissen. Genau. Und hier werden schon die Pflanzen für euch vorbereitet. Wir werden es nicht mehr sehen. Nein, also na klar, so eine Gartenschau ist ganz schön viel Arbeit, muss immer wieder was erneuert werden und ja, die Gärtner haben hier einiges zu tun und ja, man sieht ja auch hier, wird hier vorbereitet und hier sind schon eingezeichnet, ob da hier mal grüne oder rote Blümchen blühen. Zumindest Interpretation von der Ossi. Nein, nein, das stimmt so, das haben die Männer nämlich gerade gesagt. Okay, Ursi hat wieder gelauscht. Die sind nämlich hier schwer am Schaffen. So lecker und man darf es nicht ernten. Wenn man das Gemüse sieht, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, wenn wir daheim sind und wieder Marktdach ist, dann gehen wir als erstes auf den Markt und holen uns guten Salat. Ja, nicht nur Salat. Wir lieben einfach Gemüse. Ja. Zwischendrin muss man sich immer mal wieder orientieren. Die Parks sind hier nämlich ganz schön groß und man verliert total den Überblick. Ah ja, ich weiß jetzt nicht, wie man wieder zum Haltepunkt gehen müssen und da ist ja diese Holzhalle und da möchte ich auch gern hingehen, aber wir sitzen hier und sind planlos trotz Plan. Wir werden uns aber schon zurechtfinden. Ich habe die Ursi dabei. Ob der Helle interessiert sich fürs Glücklichsein. Schauen wir mal, wo wir uns hinsetzen. Helle, da bist du aber mutig. Ja, bin ich halt. Ein Bienenstock. Thank you.
Das Fahrzeug darf nur bei vollkommenem Stillstand B oder entladen werden, also zugestiegen oder ausgestiegen werden. Ah, okay. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Ja, und das B und entladen das gleiche ist wie zusteigen und aussteigen. So, das war unser Tag auf der Buga 2023 in Mannheim. Es war sehr schön. Es hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Es gibt hier wirklich sehr viel zu schauen. Und ja, man kann es natürlich auch benutzen, zum Beispiel mit der Gondelfahrer, mit dem Schifflefahrer und mit dem Zügler kann man fahren. Richtig. Es sind zwei Parks, das ist der Luisenpark und der Spinelli-Park. Ich würde mal sagen, der Luisenpark ist ungefähr Insel Mainau ohne Bodensee. Und ohne so viel Blumen. Aber ein wunderschöner Park mit ganz tollem Baumbestand. Richtig schön. Auch mit Bähnchen. Allerdings, was ich gesehen habe, nur ein Bähnchen. Und es fährt genau nach strikten Fahrplan. Also nicht so interessant wie im Spinelli-Park. Da ist es ein Bändchen, das sind vier Bahnen, die unterwegs sind und die fahren in 5-Minuten-Takt. Also da kann man rein und raus springen, wie man es möchte. Mhm. Das haben wir gemacht und das hat sich auch gelohnt, Ursi, oder? Ja, es war nett, war richtig nett. Man kann sich da dann ein bisschen wieder erholen vom vielen Laufen, denn das muss man. Das ist sehr, sehr weitläufig, dieses Gelände hier alles. Und der Fahrtwind hat gut im Gesicht getan. Ja, wir haben heute ein wenig einen warmen Tag erwischt. Besser, wie wenn es regnet, würde ich mal sagen. Absolut. Also es war richtig schön, es hat uns gut gefallen. Und habe ich jetzt schon gesagt, dass man viel sehen kann, auch viele Informationsstände? Nein, haben wir gesagt, dass es Blumen hier gibt. Also viele Informationsstände, vor allen Dingen im Spinelli-Park und auch natürlich Tiere, ihr habt es ja gesehen. Also wir können es nur empfehlen. Bis Oktober geht das Ganze noch. Ich glaube, bis 8. Oktober müsst ihr selber nachschauen im Internet. Und wir können es nur empfehlen, mit dem Wohnmobil wunderbar zu machen. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Jawohl. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen. Das freuen wir uns immer drüber. Und abonnieren könnt ihr das auch, uns Glöckle natürlich. Nicht genau, wenn vergessen. Ihr unseren Kanal abonniert, dann freuen wir uns auch. Und dann verpasst ihr kein Video. Es geht bei uns um Wohnmobilreisen. Es geht um Reisen, es geht um Natur, es geht um Technik. Und Wohnmobilfahren. Einfach ums schöne Leben. Ja, genau. Also, und somit sagen wir jetzt einfach. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Tschüss.